Schönen guten Tag. Ich bin der Hausmeister. Ich kontrolliere alles. Noch ein Überlebender? Wo denn? Jo, hier waren wir doch schon drin, oder? Mission? Mach auf! Boah, ich dachte, der ist irgendwie. Ist der jetzt hier oben, oder wo ist der? Ah! Und nochmal. Ach, was soll das hier? Lasst uns was bauen. Na klar, was hast du gedacht? Hä? Wo denn? Da drüben. Naja. Das Haus sieht auch ganz schön demoliert aus. Ich komme hier rüber wegen der Hecke. Na. Komm man hier rein? Irgendwo hier drin muss er sein. Da ist er ja. Hallöchen, Popöchen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Danke, danke für die Blumen und das Geschenk, ne? So, Munition, nehme ich alles mit. Ich brauch's ja eh nicht mehr, du bist ja jetzt eh gerettet, so. Munitionsreserve. Ja, ich weiß. Irgendwo, ach, hier in der Ohr. Wer versteckt denn eigentlich Moorrüben in der Ohr? Wir hatten da irgendwie. Ja, da ist eine Schussnicke. Munition im. Naja. Ist okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, so, so. Ich glaube, ich brauche einen anderen Helden, um zu bauen. Kann das sein? Ich will hier raus! Lass mich raus! Pst. So, da haben wir erstmal gröbst alles abgefrühstückt. Wir wollen noch ein bisschen Holz mitnehmen. Flugloh haben wir 18 Stück. Dann werden wir jetzt anfangen, unseren Atlas aufzubauen. Da ist nochmal Blutglow, aber das habe ich schon mal eingesammelt. Ich vermute mal, das ist wieder so eine Falle. Ne, doch nicht. So, dann müssen wir erstmal Platz machen hier. So, ob wir das Ding jetzt bauen können, ist ja eine gute Frage. Kann ich nicht bauen? Warum kann ich das nicht bauen? Brauche ich ein anderes Material? Ach, Tatsache. Wände? Das brauchen wir jetzt bearbeiten. Bestätigen. Ich habe keine Ahnung, wie man das bauen soll. Vielleicht braucht man dafür irgendwie bestimmte Fertigkeiten oder so, keine Ahnung. So, wir nehmen natürlich Holz, ist klar. So, Wände. Hier geht nicht. Ja, jetzt müssen wir das wieder bearbeiten. Zurücksetzen geht nicht, ne? Bearbeiten.
Zurücksetzen, genau so. Nein, zurücksetzen. Bestätigen. So. Dann müssen wir jetzt die Wand rausreißen. Hier wird es gehen. So. Weg mit dem Zaun. So, bearbeiten. Dann machen wir jetzt in die Tür rein. Zack und geh. So, Dankeschön. Das reicht natürlich noch nicht, klar. Das würde ich so lassen. Ich würde jetzt oben noch auf jeden Fall ein Dach drauf setzen, aber auf einer Position, wo nur ich rankomme und nicht die Zombies. So, da zum Beispiel. Dann mache ich noch ein Dach drauf. Ist wieder ein Blue Clue. Hm, 20 Blue Glue haben wir, ey. Das ist so geil. Was ist die Frage? Wir müssen ja noch ein paar Fallen bauen. Das geht aber nicht, wenn zu viel Material hier noch rumsteht. Offenbar wurde ein schwerer Sturm vorhergesagt. Ich muss dich da rausholen, bevor er zuschlägt. Du hast 2 Tage. Viel Glück. Was? Bin schon so lange hier? So, dann können wir jetzt hier Fallen hinbauen. Aber dafür brauche ich schon mal ins Inventar. Ich brauche andere Fallen. Ich will hier diese Bodenfallen bauen. Diese billigen. So. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach shit. Mitnehmen. Das ist ein Heilpad. Das wollte ich eigentlich oben drauf bauen zum Schutz. Scheiße, Dreck. Gucken wir mal ins Inventar, ob mir noch Bodenfallen herrschen. Also hier diese Teile. Das kostet. Nee, die sind mir zu teuer. Das sind die seltenen, ne? Das ist ein gewöhnliches. Ist schon ein bisschen twiggy. Hier können wir es nicht drauf bauen, aber hier könnten wir es. Machen wir es hier oben hin, zur Sicherheit. Können wir dann bloß hier oben drüber laufen und sind dann etwas sicherer. Das ist schon wieder Blue Glue. Oh, guck mal, ein Zwerg. Auch ist der süß. Nehmen wir den Garten auseinander. Der Vorbesitzer wird sich natürlich freuen, wenn er mal irgendwann wieder hier einzieht. Auch noch ein Zwerg, geil. Die Zwergenarmee greift an. So, hier haben wir auch noch ein Büchlein. Was ist da? Munition drin, genau. Sensationell. Baum weg hier. Holz brauchen wir dringendst. Können wir jetzt noch ein paar Fallen herstellen oder nicht? Also wir brauchen die ganz billigen hier. Ja, die will ich aufheben. Die sind für die Heimatbase. Die können wir herstellen. Können wir aber gar nicht so viele herstellen, weil wir nicht so viel Panzertape haben. Schnapp sie dir! Ich das wieder auswählen. Oh, Junge. So, das ist erstmal safe. Das ist ein Jump-Portal, das behalte ich für zu Hause, aber das kann man drauf machen, ja. Kommen sie wenigstens von oben nicht dran. Und dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich schon loslegen, ne? Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Verteidigung, aber wir haben mal erstmal eins. Das ist genug, Blue-Glow. Das weiß ich. Bau jetzt Verteidigung um den Atlas auf und aktiviere ihn, sobald du bereit bist. Habe ich schon längst gemacht, ich mache immer alles zu früh. So, aktivieren. Lass mich raus. Okay. Du hast 5 Sekunden Zeit, es dir anders zu überlegen. Nö. Du schaffst es, Kommandant. Weiß ich doch. Aber die kommen ja von überall, ne? Prost Mahlzeit.
Pass bloß auf! Kriegen wir schon irgendwie hin. Sollten wir vielleicht noch irgendwie Wände davor setzen, also diese Halbwände davor setzen. Können wir vielleicht besser verteidigen, als wenn die direkt schon an der Mauer stehen, die Mistviecher. Von hier kommt gar nichts, okay? Schön hat, oder? Habt ihr nichts zu tun? Lasst mich in Ruhe! Lasst meine Basis in Ruhe! Nein! Verdammt! Rumlaufen, ernsthaft. Minuten 40. Ernsthaft, ist das euer Ernst? Sind hier noch mehr unterwegs? Sieht zumindest keiner. Ja, das erzähle ich ihnen schon seit 5 Minuten, aber die wollen ja auf mich hören. Nö. Nö. Bin ich schon wieder an einer anderen Wand? Alter Schwede. Dürfen da hinten nicht durchkommen? Ach, shit. Oh, Kacke. Das wird echt kritisch. Muss ich die Olle machen. Die Olle tot machen, sonst macht die mich tot. So, tschüss. Wiedersehen. Matlas ist noch einigermaßen intakt. Die Festung fällt! Ein Scheiß tut sie! Ja.